Wir unterhalten uns heute über die Ableitungsregeln in zwei oder drei Videos. Wir haben ja schon die Ableitung kennengelernt. Jetzt wollen wir diese Regeln mal ein bisschen motivieren. Inwiefern? Wir wollen die motivieren, dass diese Regeln eigentlich kein Ärgernis sind, dass man auswendig lernen muss, sondern dass die uns das Leben wirklich leichter machen. Ja, glaubt man vielleicht nicht, aber gut. Zur Wiederholung. Nochmal kurz, was ist die Ableitung, wie wir sie dargelegt haben? Ableitung, wenn sie existiert, ja, muss nicht immer existieren, wenn sie existiert, ist die Ableitung der Wert gegen den der Differenzenquotient. Der Differenzenquotient strebt, wenn Delta X sich an 0 annähert. Oder wenn sich x an, ups, x0 annähert. Das zweite finde ich ein bisschen besser, weil ich habe jetzt vergessen, an der Stelle x0. Ja, also Ableitung ist immer eine Stelle. Was ist der Differenzenquotient? Wir haben den DQ genannt, weil wir nicht so viel schreiben wollen. Der Differenzenquotient war gleich die Steigung der Sekante, die durch den Punkt x0, f von x0 geht. Und dann haben wir gesagt, das ist f von x minus f von x0. X minus x0, das ist eine Schreibweise. Wenn ich es mit Delta x schreibe, dann schreibe ich das so. Und x0, was hier wichtig ist, x0 ist der Punkt, an dem wir die Ableitung ausrechnen wollen. Also x0 ist eine Konstante. Was sich verändert, ist dieses x, dadurch auch dieses Delta x, ja, dieses x und dieses x. Also, was ich, ups, das habe ich jetzt falsch gemacht. Das ist natürlich Delta X. Ja, also es verändert sich Delta X und X. X0 ist eine Konstante, ganz wichtig. So, jetzt fragen wir uns, was diese Gebilde machen, wenn sich X an X0 annähert. Ja, ich finde find den ersten Ausdruck besser. Man sieht theoretisch, ja, der Nenner geht gegen 0 und der Zähler geht auch gegen 0. Ja, aber wichtig nochmal zur Wiederholung, wir lassen X nie gleich X0 geben sein, sondern wir nähern uns mit X an X0 an. Immer näher, immer näher. Zum Beispiel könnten wir das so machen, wenn x0 gleich 0 ist, wie nähere ich mich 0 an? Ja, hier ist 0. Da kann ich ja zum Beispiel 1 durch n nehmen. Und n geht von 1 bis unendlich. Ja, da habe ich also hier 1 für n gleich 1, dann habe ich eine halbe für n gleich 2, ein Drittel für n gleich 3. Ein Viertel für n gleich 4, dann geht es immer weiter. Ich komme immer näher an 0 rein, werde aber nie 0. Ja? Und was wir jetzt machen, wir nähern uns nicht x an, x gleich 0 an, sondern wir nähern uns an x0 an. Irgendein beliebiges x0. Wir werden da drei Beispiele haben und daraus die Potenzregel ableiten. Also wir können das noch nicht jetzt so beweisen, wie wir das wollen. Es wird aber ein bisschen zu kompliziert. Und wir machen einfach mal drei Beispiele. Ja? Jetzt folgen die Beispiele. So. Als erstes haben wir f von x gleich x. Das ist die Identitätsfunktion oder die 45-Grad-Linie. Ja?
Der Differenzenquotient hier dq ist, ich schreibe dir nochmal hin, f von x minus f von x0, x minus x0. F von x ist einfach x, f von x0 ist auch x0. Ja, wenn ich jetzt x0 einsetze, durch x minus x0, das ist ganz einfach, 1. Ja. Und wohin strebt dieser Differenzenquotient, wenn wir x gegen x0 gehen lassen? 1, er ist immer 1. Ja, sind wir schon fertig. Erstes Beispiel. Zweites Beispiel, f von x gleich x². Ja. Haben wir unseren Differenzenquotient, die Funktion evaluiert an x, ist x², also ich schreibe es, brauche ich nochmal hinzuschreiben, oben steht es ja direkt. Also x², und wenn ich da x0 rein tue, gibt es x0² durch x minus x0. Also jetzt, das müssen wir jetzt schon mal sehen, dass das hier gleich das ist, wenn f von x x² ist. Jetzt sehen Sie, wir können hier nicht einfach einsetzen. Wir können nicht einfach x0 einsetzen, weil dann haben wir im Nenner x0 0 stehen. Da bin ich mal. Wir müssen das also irgendwie umformen, dass wir da einsetzen können, oder da wir noch keine Grenzwerte kennen. Wir müssen das umformen, sodass wir mit Sicherheit sagen können, das strebt gegen das und das. Ja? Hier erstes Beispiel, worum es wichtig ist, diese ganze Arithmetik zu kennen. Wenn Sie irgendwann so eine Aufgabe haben und nicht sehen, dass das die dritte binomische Formel ist, im Zähler ist das schlecht. Also üben. Wir sehen, x² minus x0² ist unsere dritte binomische Formel. Wir können umformen, x minus x0, x plus x0 durch x minus x0. Und jetzt sehen wir, dass sich das kürzt. Und es bleibt also nur x plus x0. So, sind wir fast fertig. X0 ist eine Konstante. Und wohin strebt x, wenn ich es gegen x0 gehen lasse? Gegen x0. Also strebt das Ganze gegen 2x0. Ja? Gut. Drittes Beispiel. Das ist auch das letzte. Es wird immer komplexer. Jetzt nehmen wir x hoch 3. Das ist natürlich jetzt das ist die Ableitung hier. Ne? Das sind die Ableitungen. Die kennen wir ja eigentlich schon. Ja? Das ist eine Ableitung, das ist eine Ableitung. Differenzenquotient ist x hoch 3 minus x0 hoch 3 durch x minus x0. Jetzt sage ich Ihnen das einfach, das können Sie nachrechnen, dass das geschrieben werden kann als x minus x0, x Quadrat plus x mal x0 plus x0 Quadrat durch x minus x0. Wir kürzen hier raus und bekommen x² plus x mal x0 plus x0² und sehen jetzt hier, wenn x gegen x0 strebt, dann strebt der erste Term gegen x0². Wenn x gegen x0 strebt, dann strebt dieses x, dieses da, gegen x0. Und ich habe x0 mal x0 ist x0 Quadrat. Also haben wir insgesamt 3x0 Quadrat. Ha! Jetzt sehen wir eine Regel hier. Ja? Ich habe vom ersten, ich starte das mal runter, also von 1 weiß ich, ich mache es mal auf die andere Seite, von 1 weiß ich, wenn f von x gleich x ist,
dann ist f' von x gleich 1. Und 1 ist ja 1 mal x hoch 0. Und das ist x hoch 1. Das zweite war x Quadrat. Und unsere Ableitung, die wir gefunden haben, wir können hier noch x0 dran schreiben, weil es an der Stelle x0, ich lasse einfach mal das x0 weg, weil es ja für jedes x gilt. F' von x war 2 x0 hoch 1. Und dann hatten wir noch f von x gleich x hoch 3 und dann haben wir gesagt, das strebt, also der Differenzenquotient strebt gegen diese Ableitung 3x². Und jetzt sehen wir eine Regelmäßigkeit, sodass wir sagen können, die Potenzregel ist, wenn f von x gleich x hoch n ist, dann ist die Ableitung f' von x gleich n mal x hoch minus 1. Wenn wir das gucken, das stimmt überall. Hier x hoch 1, also die 1 nach vorne und oben 1 abziehen. 1 nach vorne, oben 1 abziehen. Die 2 nach vorne, da. 2 minus 1 ist 1, die 3 nach vorne, 3 minus 1 ist 2. Das ist jetzt natürlich kein Beweis. Man müsste das dann für x hoch n beweisen, aber das wollen wir hier nicht machen. Ich will Ihnen das nur intuitiv zeigen, dass das so ist. Da kommt die Potenzregel her, da kommen alle Regeln her. Ja? Und der riesige Vorteil ist, ich muss jetzt nicht für jede Funktion, die ich ableiten will, die eine Potenzfunktion ist, hier diesen ganzen Mist machen. Ja? Muss ich nicht. Weil ich habe die Potenzregel, ich kann ganz einfach ableiten. Und wenn ich zum Beispiel habe, f von x ist gleich x hoch 563, da muss ich nicht mehr was ausrechnen, ich muss einfach, ich schreibe f' von x ist gleich 563 mal x hoch 562. Das ist doch einfach, oder? Die Potenzregel sieht zwar relativ unscheinbar aus, aber man darf sich ja nicht täuschen lassen, die ist sehr flexibel. Das wollen wir jetzt nochmal zeigen. Zum Beispiel wollen wir hier bemerken, n kann eine negative ganze Zahl sein. Ja, noch dabei, solange x ungleich 0. Es darf natürlich jetzt nicht im Nenner 0 ergeben. Aber zum Beispiel haben wir f von x gleich 1 durch x, das ist gleich x hoch minus 1. Also kann ich auch 1 durch x oder 1 durch x Quadrat ableiten. Hier folgen wir ganz strikt der Regel, f' von x ist dann, die minus 1 wird davor geschrieben, mal x hoch minus 2. Also haben wir minus 1 durch x Quadrat als Ableitung. Ja? Kann ich also mit allen Negativen machen. Bei 0 funktioniert das natürlich nicht, weil ich nicht durch 0 teilen kann, aber das ist schon sehr flexibel. Zusätzlich, n kann eine rationale Zahl sein, also ein Bruch. Ja? Wir brauchen dann auch, je nachdem, ob ich einen negativen Bruch habe oder einen positiven Bruch, also es muss natürlich immer passen, ich kann nicht durch 0 teilen. Aber dann haben wir zum Beispiel, haben wir ja gelernt, bei Potenzen und Wurzeln, dass ich die Wurzel aus x, die Quadratwurzel, schreibe als x hoch 1 halb.
Und da brauche ich nur die Potenzregel dafür. Ich finde die Ableitung f' von x ist 1/2 x hoch 1. 1/2 minus 1 ist dann minus 1/2. Und das ist dann 1 durch 2 Wurzel x wieder. Ja, also es ist sehr, sehr flexibel. Ja, ich kann negative Zahlen nehmen, ich kann rational zählen, ich kann sogar reelle Zahlen nehmen, aber das machen wir nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Wir machen nur rationale Zahlen, aber ich kann da sehr viel mit ableiten. Und jetzt nochmal was ganz anderes zum Schluss. Irgendwo muss ich das hinpacken. Was ist eigentlich die Ableitung? Ableitung von f von x gleich einer Konstanten. Also c gleich konstant. Da kann man zweierlei Hinsicht argumentieren. Man kann sagen, ich schreibe mir meinen Differentialquotienten hin. Der Differentialquotient ist f von x minus f von x0 durch x minus x0. F von x ist c und eine konstante Funktion hat überall den gleichen Wert. Minus c, x minus x0 und das ist 0. Das heißt, die Ableitung einer konstanten Funktion ist 0. Man kann natürlich auch die Frage stellen, wie verändert sich der Funktionswert, wenn sich x verändert und er verändert sich nicht. Ja? Und deshalb ist die Ableitung 0.